Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Ja, wer mich nicht kennt, ich bin Sebastian. Der kleine freche Kerl hier ist Ben und ihr seid hier auf Tupac VR. Hier gibt es alles rund um das Thema VR. Und ja, heute habe ich euch ein Quest-Gameplay mitgebracht. Und zwar zocke ich heute mit der Quest 2 Space Slurpees. Und Space Slurpees kann man am einfachsten erklären mit Snake in VR, denn es ist nichts anderes. Also wir haben wirklich eine Schlange, die, wenn man Punkte einsammelt, immer länger wird. Und so war es ja bei Snake auch, wer das Spiel noch vom Handy aus kennt. Die ganz jungen Zuschauer wahrscheinlich nicht, aber die älteren schon. Und diesmal hat man aber die Schlange quasi in einem kompletten virtuellen Raum und nicht nur auf einer 2D-Oberfläche. Und man hat auch noch andere Schlangen, die auch noch mitsammeln und auch länger werden. Und somit wird es immer schwieriger, dann auszuweichen. Und ja, ein bisschen Geschicklichkeit ist gefragt und echt cool gemachtes Game, finde ich. Ich habe es eben schon im Gameplay erwähnt. Cool, dass sich dieses Szenario mal jemand angenommen hat und gesagt hat, okay, wir hauen jetzt mal Snake in VR raus. Und ja, also mir hat es Spaß gemacht. Es hatte sogar einen Multiplayer, den habe ich jetzt nicht getestet. Aber ansonsten echt nett gemachtes, cooles Game, sage ich mal. Ich habe es eben schon gesagt, es wird mich jetzt nicht fesseln, dass ich da 2-3 Stunden spiele, aber mal 20 Minütchen, 30 Minütchen mit Freunden ab und zu mal kann man mit Sicherheit mal machen. Und schauen wir uns mal ganz kurz die Oculus-Seite an. Und das Game kostet 6,99 Euro, ist aktuell nur in App Lab erhältlich, also jetzt nicht im normalen Oculus Store. Das heißt, ihr müsst in der Suche bei Oculus einfach genau diesen Namen hier angeben, Space Slurpees mit Leerzeichen und so weiter. Und dann erscheint das Game und ihr könnt es dann für 6,99 Euro kaufen. Unterstützt die Quest 2, also alles dabei. Und das sind die Macher von auch Star Blazer. Da habe ich ein Gameplay von gezeigt. Virus Popper habe ich jetzt nicht gespielt. Das war auch irgendwas zum Launch von Corona. Als Corona aufkam, ich glaube, da haben die dieses Game hier gemacht, damit man Viren zerstören kann. Und aber zu Star Blazer habe ich auch ein Gameplay gemacht. Ja, war Star Blazer. Und Star Blazer ist wirklich ein Echtzeit-Strategiespiel, also RTS, was im Weltall spielt. Und wir haben Raumschiffe zur Verfügung und können die dann gegen die Gegner befehligen. Wir können auch bauen und so weiter und so fort. Also echt cool gemachtes Game. Hat mir auch ganz gut gefallen. Jedes Schiff hat andere Fähigkeiten und echt cool gemacht eigentlich. Und wer das Game gerne mal sehen würde, komplett, kann sich das gerne auf meinem Kanal anschauen. Ich haue es in die Infobox und einmal in die Beschreibung rein. Könnt ihr gerne mal draufklicken. Und das mal dazu, damit wir auch mal kurz da Blazer gesehen haben. Und jetzt geht's zu Space Slurpees und ich wünsche euch viel Spaß beim Gameplay. So Leute, willkommen bei Space Slurpees. Und es ist ein kleines witziges Game, was ich euch mal zeigen wollte. Und hier in der Disco, ne? In Space Slurpees geht's voll ab. da hinten sogar eine Decke, ne? Also wir haben hier Möglichkeit, einmal online zu spielen, dann aber Einzelgames. Wir beschränken uns jetzt erstmal auf die Einzelgames. Ich zeige euch mal ganz kurz die Einstellungen, die wir hier haben. Wir haben, ob da Links- oder Rechtshänder sind, Hinterhänder sind. Und dann haben wir hier Volume, ob wir hier Soundeffekte, Musik, kann man so ein bisschen runterregeln. Ich würde sagen, machen wir auf 3. Hier können wir bei Matchmaking und so weiter unser Mikrofon ein- oder ausschalten. Dann haben wir hier verschiedene Spracheinstellungen, die wir uns aussuchen können. Ja, ich habe hier natürlich Deutsch ausgewählt. Und dann haben wir einmal. Und dann haben wir einmal hier anpassen. Wir können hier verschiedene Würmer freischalten, die wir dann spielen. Wenn wir. Hier sehen wir uns, wir haben so einen kleinen Wurm. Verschiedene Würmer, die wir dann sehen, die wir steuern können. Die können wir uns dann anpassen und gehen wir hier mal als hier. Hier haben wir verschiedene Level. Wir haben aber hier auch noch VR Friends, das ist ganz witzig gemacht. Da kann man da oben gucken und man ist quasi in einer Kaffeetasse, aber das zeige ich euch gleich. Ist, einfach mal hier rauf.
und schlürf. Und hier sind wir in unserem kleinen Kern. Und das ist einfach die Snake. Nur das Ganze in VR. Also desto mehr wir essen, desto mehr wachsen wir natürlich. Und wir dürfen uns dann natürlich nicht selbst berühren und natürlich die anderen auch nicht. Ne? Die habt ihr gesehen gerade, haben das noch abgehauen. Also wer Snake gerne gespielt hat, der hat hier mit Sicherheit auch seinen Spaß. Oh, was war das? Oh, den hätte ich nicht berühren dürfen. Du böser du! Dein Feind hat dich erledigt. Slurf einzeln. So, jetzt zeige ich euch mal zwischendurch mal hier die andere Version. Hier sehen wir in so einer Art Kaffeetasse. Wir müssen auch sammeln. Beenden nochmal. Ah, okay. Ich habe wieder aus Versehen das Menü angemacht. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Wir sind langsam gut gewachsen. Gut aufpassen, dass man sich nicht selber irgendwie berührt. In der Kaffeetasse. Bösen schon. Oh, wir sind jetzt schon hier. Haben wir eine Farbe bekommen. Eigentlich cool, also die Steuerung funktioniert echt gut, muss man sagen. Wir müssen aufpassen, aber der hat einen Tisch. Ich wollte gerade sagen, wir müssen aufpassen, dass der uns nicht erwischt. Nochmal. So, das machen wir nochmal hier. Machen wir hier mal die Achterbahn. Achterbahn-Methode. Langsam werden die größer und gefährlicher. So, ich glaube, wir sind auf jeden Fall größer als die KI. Das ist echt, passt mal der. Oh, jetzt hat er. Jetzt haben sie mich hier. Okay. Okay. So, Schlürf einzeln, dann machen wir hier nochmal ganz normal Kaffee Chill. Das sind halt alles verschiedene Maps, die man sich dann so mit der Zeit freischalten kann. Spielprinzip bleibt natürlich gleich. Schön einsammeln. Oh, jetzt hätte ich mich fast berührt. Das war knapp. Und es ist ganz witzig, wenn man hier durch den ganzen Raum laufen kann. Angst um das Kabel brauche ich auch nicht zu haben.
Hast du dir so gedacht, ne? Wir haben schon eine stattliche Länge erreicht. Unsere Schlange. Unseren Space Slurpee. Oh, Scheiße. Aber war doch schon nicht schlecht. 1833 Punkte. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein anderes Level freigeschaltet haben. Nein, noch nicht. Ich weiß nicht, wie wir den. Mixi-Mix-Up. Schauen wir uns einfach mal. Mixi-Mix-Up wird. Okay. Habe ich das natürlich alles grün? Kann ich mir dann einen eigenen Hintergrund machen? Wenn ich das aufnehme, werde ich auch wahrscheinlich machen müssen dann. Okay. Also andere Spiele wären natürlich nicht schlecht, ne? Magazine Mania. Das kann man uns mal anschauen. Die sehen jetzt so 2D-mäßig aus. Okay, das ist ganz gut, um euch zu zeigen, was es hier alles für Karten gibt und so weiter. So. Ich würde gerne noch mal was freischalten hier. Probieren wir mal. Achso, war das schon. Das soll irgendwie hinkriegen. Dunkle Level sind natürlich am besten, weil man da auch besser alles sehen kann. So helle, da geht auch so ein bisschen unter, finde ich gerade. Also ist auf jeden Fall cooler als damals auf dem Handy. Muss man einfach sagen, dass man hier seine eigene Schlange direkt sehen kann in 3D oder in VR. Oh, kommt ihr vorbei? Ich hoffe es doch. Aber schon. Guck mal hier. Ich hoffe, ich kriege das ganze Bild auch rein. Das wird immer mehr. Machen wir hier gleich einen roten Knoten rein. Okay, bisher meine beste Runde.
zeigen, wie lang die Schlange geworden ist. Aber kriege ich schon gar nicht mehr rein. Wow. Ah, jetzt habe ich mich selbst ausgenockt. Aber hatte schon eine ganz gute Größe, ne? Lass mal schauen, ob wir irgendwas freigeschaltet haben wenigstens. Ich habe mich jetzt angerempelt. Ah, guck mal hier. Shrooms. Ist ja klar, oder? Kennt doch jeder. Ah, die Welten können ein bisschen schöner aussehen, muss man sagen. Aber wichtig ist ja auch der Spielspaß. Ne? Muss ja nicht immer grafisch das Beste sein. Ich meine, es ist auch nichts, was ich stundenlang spielen würde, muss ich zugeben. Aber ich finde es cool, dass sich das Thema mal jemand angenommen hat und gesagt hat, okay, daraus machen wir mal VR-Game. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja, Leute, das ist so ungefähr, ja, nicht ungefähr, das ist das Spiel. Und kann man hier was filtern, global? Nee. Hello. Nein, nein. I guess you figured it out. Ja, das ist das Game. Und ja, ich finde, es ist ein nett gemachtes Game. Snake in VR. Ich denke mal, mit ein paar Leuten macht es dann ein bisschen mehr Spaß, wenn man das mit drei Freunden spielt. Und man kann sich so gegenseitig rauskicken oder so. Ich vermisse hier so ein bisschen ein paar verschiedene Modis, ne? Dass man eventuell noch was anderes machen kann. Aber vielleicht kommt das auch noch. Und das war mein Gameplay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen, wäre ich nice, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, wenn euch das gefällt, was ihr hier seht. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen, Kommentare zu dem Game hier habt, gerne unten in die Kommentare. Was sagt ihr zu dem Game? Also mal losschreiben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.